Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem Review zu den Speed Rides. Neues Themendeck, das in High Speed Riders rauskommen wird, beziehungsweise rausgekommen ist. Ich habe ein Review zu dem Set High Speed Riders gemacht. Könnt ihr abchecken, wenn ihr wollt. Ansonsten heute eben eins der zwei großen Themendecks, die in dem Set rauskommen. Die Speed Rides sind alle Wind und Maschine. Hauptsächlich Level 3 und 4 und so wie es aussieht, konzentrieren sie sich auf Synchronisieren. Da haben wir als erstes Speedroid Bigomax Level 3, 1-2 ATK, 1-6 Death. Und sein Effekt ist, du kannst ihn specialen, wenn du keine Monster kontrollierst. Und wenn er genormelt oder gespecialt wird, kannst du ein Speedroid Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Also so eine Art Satella Deneb für die Speedroids, der sich auch noch selber specialen kann. Was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Dann haben wir als nächstes Speedroid Three-Eyed Dice, auch Level 3, 300 ATK, 1,5 Death. Effekt ist wie Necrogardner. Du kannst ihn in der gegnerischen Runde vom Friedhof banishen und dann den nächsten Angriff von deinem Gegner blocken. Schwer den Effekt einzuschätzen, also ich weiß nicht, wie leicht die Speedroids ihre Monster in den Friedhof bekommen oder wie leicht es ist, die abzuwerfen, also mal schauen. Weil den zu ziehen ist nicht so gut und den auszuspielen ist auch nicht so gut. Mal schauen, was die mit dem machen können. Da haben wir als nächstes Speedroid Double Yo-Yo. Der hat jetzt Level 4. 1 für ATK, 1 für Death. Perfekt, läuft nicht im BTA. Und wenn der genormelt wird, kannst du einen Level 3er oder niedriger Speedroid Monster aus deinem Friedhof specialen. Also so eine Art Altair. Bisschen schlechter. Weil sein Effekt nur kommt, wenn er genommelt wird, Altair auch noch, wenn er gespecialt wird, also Speedroids nicht mit Call kombinierbar oder nicht so effektiv wie bei den Satellas. Und man kann sich halt Bigomax holen und dann seinen Effekt und dann wieder was holen, so wie die Satella-Kombo. Aber Bigomax ist halt Level 3 und nicht Tuner, also dann hast du halt einen 4er und einen 3er, mit denen du nichts machen kannst. Als nächstes haben wir Speedroid Shave Boomerang. Er kann nicht angreifen in der Runde, in der er genommelt wurde. Aber pro Runde kannst du ein offenes Monster wählen, den Boomerang in die Verteidigungsposition drehen und dann verliert das Monster, das du gewählt hast, 800 ATK. Relativ nutzloser Effekt. Denke mal, falls man ihn spielt, nur wegen seinen Werten und weil er halt Speedroid im Namen hat und Level 4 ist oder sowas. Dann haben wir als nächstes Speedroid Mancode, auch Level 4. Nur 100 ATK, 2000 Def dafür. Interessanter Effekt, und zwar wenn dein Gegner einen direkten Angriff deklariert, kannst du den specialen in die Angriffsposition und alle gegnerischen Monster in die Verteidigungsposition drehen. Fragt sich halt dann nur, was man mit dem auf dem Feld dann machen kann. Als nächstes haben wir Speedroid OH G-Kid Level 3, 1000 ATK, 200 Def. Und wenn der genommelt wird, kannst du einen Tuner-Monster von deinem oder vom gegnerischen Friedhof wählen, das auf deiner Seite speziell beschwören und dann sofort eine Synchro-Beschwörung durchführen. Aber du musst auf ein Wind-Synchro-Monster gehen. Ich weiß jetzt nicht, was es alles gibt, beziehungsweise wie gut die sind. Da fällt mir auf Anhieb nur Stardust Dragon ein. Dann haben wir Speedroid Red-Eyed Dice. Der erste Tuner, Level 1 aber, 100 ATK, 100 Death. Und wenn der normal oder spezial beschworen wird, kannst du ein Speedroid-Monster von dir wählen und dessen Level ändern, was ganz interessant ist. Damit kann man auf jedes Synchro-Monster gehen zwischen Level 2 und 7 oder wenn man will auf 1er Exceed. Das waren auch schon alle Monster, muss sagen, hat mich nicht wirklich überzeugt. Hab nicht unbedingt was gesehen, was überbroken ist, was wo ich jetzt sagen würde, okay, das Deck ist interessant. Abgesehen von diesen zwei, die so sind wie Altair und Deneb, nur in abgeschwächter Form, also ich weiß nicht. Und die harmonieren nicht so zusammen wie bei den Satellas eben. Aber schauen wir mal weiter. Da kommen wir zu den Synchro-Monstern. Da haben wir als erstes High Speed Roid Kendama. Der ist bereits erschienen in dem letzten Booster-Set als so eine Art Preview-Karte von den Level 6 Wind-Synchro-Monster. Hat ein paar Effekte, aber die sind alle relativ uninteressant. Fügt halt durchschlagenden Damage zu. Du kannst ein Maschinentyp-Monster von deinem Friedhof entfernen für 500 Damage. Und dann hat er noch den Effekt, falls du kein Monster kontrollierst,
und der in deinem Friedhof ist, kannst du den spezial beschwören aus dem Friedhof. Es geht einmal pro Runde, theoretisch kommt er dann immer wieder. Also du darfst halt in der Runde nicht normal beschwören oder setten. Was ziemlich schlecht ist, da die alle Speedroid-Monster nur genommelt werden können. Beziehungsweise der möchte gerne deine, kann auch gespecialt werden. Aber nur wenn du keine Monster kontrollierst, also geht das dann auch nicht. Und mit 2-2 sonst ohne Effekt ist es nicht unbedingt ein Monster, das ich jede Runde wiederbringen will und dafür meine Normen zusammen aufgeben will. Dann haben wir das nächste Synchro-Monster, High Speed Roy Chen Barrel Rider. Level 5 ist der. Und der kann nur einmal pro Runde gespecialt werden. Kann zweimal pro Runde angreifen. Und am Anfang des Damage selbst, falls er angreift oder angegriffen wird, erhält er 200 ATK. Und falls er auf den Friedhof geschickt wird, kannst du ein gebannedes Speedroid, eine gebannedes Speedroid-Karte auf die Hand holen. Bisher haben wir noch keinen Effekt gesehen, der die Speedroid-Monster banished, abgesehen von dem davor Kendama, um diese 500 Damage zu machen. Also ich sehe Anzeichen von einem kleinen Loop zwischen den zwei mit Banish und dann zurückholen, aber nicht wirklich. Dann kommen wir zu der Zauberkarte von denen, Hidden Shot. Du kannst bis zu 2 Speedroid-Monstern von deinem Friedhof wählen und verbannen und dafür kannst du dieselbe Anzahl an Karten auf dem Feld zerstören. Und das ist halt eine Karte, mit der du halt dann die Speedroid Monsters banishen kannst. Für den davor. Wer ist ja nochmal? Chen Bear Rider. Ist nicht schlecht, die Zauberkarte. Kann man benutzen, um Backroad zu zerstören. Kann man benutzen, um Monster zu zerstören. Also vielseitig. Wäre es eine Schnellzauberkarte gewesen, wäre es vielleicht noch krasser. Ansonsten hat es noch nicht so eine Synergie, so ein Zusammenspiel mit dem Banishen. Also kannst deine Speedroid, gebanischten Speedroid Monster nicht wirklich wiederverwenden. Außer mit dem Einhalt. Dann kommen wir zu der letzten Karte von denen. Und zwar eine Falle. Dice Roll Battle. Hat einen ziemlich langen Effekt. Wenn dein Gegner mit einem Monster einen direkten Angriff deklariert, kannst du ein Speedroid Monster in deinem Friedhof wählen, es banishen und einen Speedroid Tuner von deiner Hand banishen. Und falls du das machst, kannst du ein Synchro Monster von deinem Extra Deck speziell beschwören mit derselben Anzahl natürlich, wie die zwei gebanischten Monster. Also nochmal zusammengefasst, wenn dein Gegner angreift mit einem Monster, kannst du ein Speedroid-Monster von deinem Friedhof banishen und einen Tuner-Speedroid von deiner Hand und dann synchronisieren für minus 1. Auf jeden Fall nicht überzeugend. Dann hat die noch einen anderen Effekt und zwar während des Battle-Steps kannst du diese Karte banishen von deinem Friedhof und dann ein Synchro-Monster in Angriffsposition wählen auf deiner Seite und auf der gegnerischen Seite 1 und seins greift dann deins an. Sehr merkwürdig. Also sehr situationsabhängig. Eigentlich eine ziemlich sinnlose Karte. Ist nochmal ein Weg, deine Speedroid Monster zu banishen, aber wie gesagt, ich sehe keine Karte und keinen Effekt, die gebanishten wiederverwertet. Also ziemlich nutzlos eigentlich. Ich habe noch eine Zauberkarte von denen übersehen und zwar Speed Recovery. Ich muss sagen, die ist ziemlich gut. Und zwar kannst du einen Speedroid Monster in deinem Friedhof wählen, es spezial beschwören und während deiner Main Phase, außer in dem Zug, in dem die Zauberkarte halt auf den Friedhof gegangen ist, kannst du diese Zauberkarte aus deinem Friedhof verbannen und dann ein Speedroid-Monster von deinem Friedhof auf die Hand zurückholen. Und die Karte kannst du dann mit diesem einen Synchrotypen wieder zurück auf die Hand holen, wenn der geht. Sprich, du könntest mit der Zauberkarte den Synchrotypen spezial beschwören, dann die banishen, was aus dem Friedhof zurückholen für plus 1 und dann geht der Synchrotyp und du kannst die Zauberkarte wieder zurückholen und dann wieder was specialen. Was ganz nett ist, aber auch nicht so wirklich der Hammer. Vor allem nicht im Vergleich zu den jetzigen Metadecks. Das Deck scheint interessant zu sein, hat ein bisschen Potenzial, aber ich sehe nicht wirklich, dass es ein Metadeck wird und mit den Top-Decks zurzeit mithalten wird. Es hat diese typischen Probleme, die ein Synchro-Deck hat, und zwar, dass es viele Monster spielt, die sehr situationsabhängig sind und nicht immer einen Effekt haben, den man gebrauchen kann. Ich meine, wenn alles zusammenkommt und die Kombos und sowas durchgehen, dann ist es sicher krass, aber konstant scheint es nicht zu sein, was die meisten Synchro-Decks halt echt nicht sind und deswegen auch nicht so erfolgreich. Mal schauen, wir haben ein neues Segment, in dem wir die neuen Decks auch testen werden. Da werden wir halt die Speedroids gegen die Psyframes antreten lassen und mal schauen, wie die sich in der Praxis schlagen werden. Ansonsten könnt ihr unten in die Kommentare gerne schreiben, was ihr von den Speedroids haltet. Vielleicht habt ihr die schon mal getestet oder so. Vielleicht habt ihr auch eine Deckliste für uns,
die wir dann benutzen können. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.